Moin, moin, moin. Runde 90. 91, muss ich sagen. Und ja, den Plan, ne? Wie gesagt, sofern man das Plan nennen kann. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, Valheim hochzureißen. Gradfeste hochzureißen. Uns militärisch ein bisschen hochzureißen. Sieh mal einer an, da haben wir fetten Golem. Und gucken, ob wir das dritte Gebäude hingeballert kriegen. Hier wird fleißig gebaut. Das heißt, die Saat ist immer, ne, die Saat haben wir hier schon. Das zweite Ding, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Die Wurzel des Immateriums ist im Bau. Die haben schön hier, schön Militär aufgebaut, finde ich geil. Wir haben noch nicht genug, 240. Oh, nächste Runde, okay. Macht nichts. In der Zwischenzeit werden wir hier noch ein bisschen rumleveln. Obwohl hier ist aber irgendwie auch nichts Gewaltiges. Ne? Was ist das? Goldader. Können wir den Teleporter gleich mal benutzen? Dann können wir uns die fette Krag hier mal anschauen. Die könnte vielleicht interessanter sein. Also machen wir ihn hier noch. Nur weil er da ist. Nicht, dass er uns gefährlich werden könnte, aber einfach weil er da ist. Ja. Was? Nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Was seid ihr denn für welche überhaupt? Stufe 4. Weißer Wolf. Okay. Das solltest du gar nicht, egal. Kannst du noch mal eins zurück? Das war nicht so schön. Na gut. Ihr geht bitte dahin. Hier kannst du dich ein bisschen verschleiern. Du machst hier zu. Du machst dazu und du deckst hier ein bisschen ab. Mikkel, altes Haus. Du kannst nachher mal da irgendwo durchstürmen. Deswegen bleibst du erstmal hier stehen. Khalid ist ziemlich egal. Khalid kann hier hin. Stahlformerin, hier hin. Nymphe, dahin. Irgendeiner von euch, irgendeinen geht es nicht gut, ne? Weil irgendeiner ist doch gestorben hier. Du gehst dahin. Zu den anderen. Du gehst dahin. Du bleibst hier in der Nähe. Und du bleibst da. Ready? Abfahrt. Halt auf einen Knubbel, das finde ich gut. Was machst du überhaupt? Schwächendes Heulen. Ja. Anspruchslos, ja.
Du hast auch eine Einschüchterungsaura. Das finde ich ja süß. Okay, Legion hat Alpha. Mal des Hüters. Schaden halt, kann die Einheit für eine Runde nicht sterben. Verstärkte Bestie. Übel. Die hätte ich gern für meine Sammlung. Wir sollten hier hin, aber es ist doof. Deswegen lassen wir das. Du gehst hier hin. Du gehst... Weiß ich noch nicht. Du gehst dahin. Jetzt da, machst das dazu. Du machst dazu. Damit er hier nicht reinkommt. Du greifst hier einfach mal an. Da ist ja schon erledigt, das Thema. Du greifst hier an. So, ich nehme an, dass der Hund da nicht rauskommt, ne? Geh mal einen Schritt vor. Gib dir mal ein bisschen Segen hier. Dem Bruder. Du gehst trotzdem hier hin und deckst da ab. Du gehst hier hin. Und gibst ihm auch nochmal einen Segen. Für den Fall. Du gehst davor. Du gehst hier hin. Schieß mal da drauf. Sehr schön. Du wanderst auch langsam vor. Du bleibst dahinter. Du gehst dahin. Mikkel, du gehst hier rüber. Nymphe, du gehst hier hin. Und wir brauchen noch nichts. Kalle, du greifst erstmal. Greifst erstmal hier an. Du kannst immer noch einen Phasensprung machen, wenn Mikkel da ist. Ne, du bleibst da stehen. Und hältst das dazu. Zaubern brauchen wir nicht. Es geht weiter. Macht nichts. Die Bestie ist zwar gestärkt, aber sie kommt da nicht durch. Er kriegt mehr zurück, als ihr austeilt. Da kommen Spinnen an, alles klar. Die machen wir da von der anderen Seite. Die machen wir direkt jetzt. Ihr wandert, ihr macht, warte mal, ihr macht mal. Ihr schießt da drauf, die Spinnen dürften da nicht ankommen. Einmal gucken. 29, 32, das lohnt nicht. Heilen brauchen wir noch nicht. Würde ich fast behaupten. Du schlägst zu. Ja. Du machst jetzt mal deinen Phasensprung. Und greifst jetzt mal von hinten an. Du marschierst es in die Richtung. Du
Jetzt kannst du mal ein bisschen hier in der Zwischenzeit den hier bisschen beschäftigen. Ihr beendet das Drama hier. Du haust hier noch mal ein bisschen drauf. Hau zurück, alles klar. Da, 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 da. Kannst du nicht drauf schießen? Warum nicht? Du hast schon geschossen. Keine direkte Sichtlinie, alles klar. Standfest. Kann ich sterben, alles klar. Ist ja ein Drama, okay. Du hast auch schon, du hast auch schon, du hast auch schon so. Die Nymphe. Hat keine direkte Sichtlinie, geht sie mal kurz dahin, da hat sie aber eine. Das tat weh. Stand fest. Nee, da hat noch ein bisschen was. Da ist stand fest. Geh mal hier hin und schieß mal da drauf. Okay. Du hast schon. Du stellst jetzt mal hier hin. So. Und guckst dahin. Jetzt kannst du hier hinkommen und auf die Spinne schießen. Nice. Du bleibst dahinter und stärkst die mal hier. Denn die kriegen gleich bestimmt Ärger. Sonst alles gut bei euch? Braucht ihr Heilung? Nee, braucht ihr nicht. Weiter geht's. Ja, da geht die Moral in den Keller. Nichts klappt mehr. Und unser Schaden nimmt zu. Nicht auf die Nymphen. Ja, auch das klappt nicht mehr. Ja. Der Vogel, obwohl der eigentlich tot ist, haut er noch zu. Okay, das hat sich erledigt. Oh, die Spinnen greifen da an, okay. Diese Moralnummer, ne, die ist wirklich gut, ey, die ist wirklich gut. Ihr macht jetzt mal den Vogel tot. Ein für alle Mal. Die Nymphen sind in Gefahr. Mikkel, kommst du? Oh, du kommst da dran, ne? Dann mal los. Eieieiei. Ihr dreht euch mal kurz um. Die Nymphen dürfen nicht sterben. So. Und wenn ihr jetzt den Rücken kriegt, dann kriegt ihr jetzt den Rücken. Aber wir haben ja immer noch Kalid hier. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Alter, ist das übel. Ja, ey. Ich sag's euch, ey. Diese Moralnummer ist echt übel. Du stärkst jetzt die, weil die stehen verkehrt rum. Du machst einen Schuh. Kannst du nicht. Du schützt dich einfach so.
Na, das trifft. Ja, kritisch natürlich. Alles andere. Du rennst da ein, haust die Spinnen kaputt. Es ist so übel. Keine direkte Linie, das ist schade. Kannst du hier noch irgendjemanden Schutz geben? Nee, kannst du auch nicht. Dann nicht. Werdet ihr das überleben? Hat hier irgendeiner... Ja, selbst den Nymphen geht's gut. Warte mal, kannst du noch was tun? Kannst du noch was tun? Kann hier irgendeiner die Nymphen schützen? Trefferpunkte. Ja, ich will einfach nicht, dass sie sterben kann. So. Obwohl ich nicht glaube, dass denen was passiert. Oh, die rennen weg. Alles klar. Es wird Zeit für den Zauber. Es wird Zeit für den Zauber. Du bist mein. Die Frage ist jetzt, bleibst du mein? Macht der Stand fest, ja. Wer bist du denn? Immer du auch bist, dich habe ich noch gar nicht gesehen bisher. Alter, kriegen die aufs Maul, das ist echt nicht zu fassen, ne? Lass ihn fliehen. Ich will jetzt wissen, ob ich den Hund behalte. Ja. Ja. Wie schön ist das denn? Oder ist das der Hund? Wir werden es gleich sehen. Ja, ein Stab der Heilung. Schon wieder. Okay. Nein, das ist der andere Hund. Ach. Okay, dann ist der Zauber ja nicht so prickelnd. Oder ist der Hund vielleicht irgendwo anders drin? Okay, der Zauber... Okay, ja, schade. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann den bis zum Ende behalten. Und... Ich komme nicht mehr dran. Okay. Festlegen. Ach, schon wieder. Nein. Ja, ich hab unsere Pläne, glaube ich, jetzt hier vernünftig beschrieben. Das werden wir versuchen. In der nächsten Runde. Aber jetzt haben wir schon wieder sehr viel Zeit verbracht auf dem Schlachtfeld. Es macht immer wieder Spaß, ne? Also ich muss ehrlich sagen, dieser Kampf... Upala, Entschuldigung, dieser Kampfstil mit diesem Moral, das macht mir richtig Spaß. Das ist so cool. Und damit kriegt man, glaube ich, alles. Also dadurch, dass wir so unglaublich tanky sind, fallen wir ja auch nicht so schnell um. Wir können uns echt auch gegen starke Gegner hinstellen. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Die Zeit tickt definitiv auf unserer Seite. Und je länger wir stehen, je länger der Kampf dauert, desto schlimmer ist das für den Gegner. Das ist eigentlich die ganze Taktik, ne? Wir ziehen das Ganze in die Länge, bis sie schreiend wegrennen. So, jetzt renne ich erstmal schreiend weg. Es hat Spaß gemacht. Tschüss!